ist das für mich schnell. Ah, die Biene! Ah, die scheiß Biene, Mann! Hi Leute, euer Mo hier, heute mit einem Video. Wer bin ich überhaupt? Ich wollte mich mal kurz vorstellen, wie ich überhaupt zum Kampfsport gekommen bin. Und am Ende werde ich noch auf eine mir häufig gestellte Frage eingehen. Wie motiviere ich mich überhaupt und was ist der Schlüssel zum Erfolg? Viel Spaß beim Zuschauen, euer Mo. Ich bin Mohamed Abdallah, bin 23 Jahre alt und bin in Frankenberg geboren. Ich wohne derzeit schon seit ca. 10 Jahren in Sinzig am Rhein, das ist in Rheinland-Pfalz, und trainiere seit Anfang des Jahres im Jups Fight Team in Köln mit meinem Trainer Yusuf Jakob, das ist der Nationaltrainer von Deutschland. Ja, wie bin ich überhaupt zum Kampfsport gekommen, ist mir auch eine häufig gestellte Frage. Vor 10 Jahren habe ich mit dem Kampfsport begonnen, weil ich hatte Übergewicht und wollte mit Sport anfangen, um Gewicht zu verlieren und Selbstbewusstsein aufzubauen. Hab's dann in einem Fitnessstudio probiert, aber leider war ich damals, wie gesagt, noch 14 Jahre alt und kein Fitnessstudio wollte mich annehmen. Dann war ich in einem Fitnessstudio gewesen, die haben mir gesagt, ja, komm nächstes Jahr wieder. Und dann bin ich aus diesem Fitnessstudio rausgegangen und habe hier bei uns ein Kampfsportstudio gesehen. Das war genau gegenüber von dem Fitnessstudio. Bin dann da reingegangen, die hatten halt zweimal die Woche geöffnet. Und an dem Tag war offen, dann bin ich reingegangen und habe gesehen, ja, da trainieren auch Jugendliche. Und ich war total fasziniert, die Boxsäcke zu sehen. Und ja, da hat man, das war irgendwie direkt, ich habe direkt gemerkt, das ist meins. Da habe ich gefragt, ob ich halt mittrainieren darf. Und dann meinten die, ja, komm, beim nächsten Training kannst du gerne ein Probetraining machen. Ja, dann bin ich halt beim nächsten Mal zum Training gegangen, ins Mamas Gym in Bad Breisig. Das war mein erster Verein. An der Stelle ganz liebe Grüße an Mario Mastromarino. Das war mein erster Trainer. Und in dem Gym bin ich auch, wie lange bin ich da geblieben? So 7, 8 Jahre. Und dann habe ich halt angefangen zu trainieren dort und es hat mir total Spaß gemacht. Ich habe richtig Spaß am Sport gehabt, Freude dran gehabt. Nach kurzer Zeit habe ich angefangen, Gewicht zu verlieren. Bin selbstbewusster geworden, habe angefangen, Gewicht zu verlieren. Ja, ich hatte mega Spaß und war glücklich. Und dann wollte ich halt natürlich auch irgendwann mich mit anderen messen und wollte dann halt irgendwann in den Ring steigen und einen Kampf bestreiten. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt schwierig, weil ich halt relativ jung war und ich hatte ein hohes Gewicht gehabt und deswegen also einen Gleichaltrigen in meinem Gewicht zu finden, war eigentlich nahezu unmöglich. Dann ist halt irgendwann dazu gekommen, dass ich ein Angebot bekommen habe für einen Leichtkontaktkampf. Das heißt, es gibt ja einmal Leichtkontakt, einmal Vollkontakt. Leichtkontakt ist dann sozusagen einfach mit der kompletten Schutzausrüstung und mit Kopfschutz, also das heißt mit Kopfschutz, mit Zahnschutz sowieso, Handschuhen, Schienbeinschonern und da schlägt man halt auch nicht so hart zu wie beim Vollkontakt. Und da habe ich ein Angebot bekommen von weiter weg und mein Trainer hat mich gefragt, ja, würdest du da gerne kämpfen? Und dann habe ich natürlich direkt zugesagt. Dann sind wir da hingefahren und ich muss euch sagen, Leute, ich war so nervös, so aufgeregt, das war echt unglaublich. Da ist mir echt das Atmen schon schwer gefallen. Und das war halt kein Ring, das waren einfach nur Matten aufgebaut mit voller Montur, wie gesagt, und sodass eigentlich gar nichts passieren konnte. Aber man war einfach so aufgeregt, dass man echt gar keine Luft gehabt hat. Und ich habe dann gekämpft, habe diesen Kampf verloren nach Punkten und ja, war natürlich halt erstmal etwas enttäuscht, aber gleichzeitig auch glücklich, endlich mal gekämpft zu haben. Und ja, war eine tolle Erfahrung. Und danach habe ich irgendwann meinen Vollkontaktkampf gemacht und wir sind auf die Veranstaltung gefahren. Dann ist mein Gegner abgesprungen. Im letzten Moment habe ich dann auf einmal einen anderen Gegner bekommen. Und dann habe ich den Kampf auch nach Punkten verloren. Das heißt, ja, man hat halt gekämpft und zweimal in Folge sozusagen verloren. Aber das war für mich auch nicht schlimm, weil ich mir gedacht habe, okay, das gehört halt einfach zum Sport dazu. Und jetzt habe ich zwei Kämpfe schon gemacht. Ich war einfach nur glücklich, kämpfen zu können. Und dann irgendwann habe ich noch einen Kampf bestritten, das war hier in der Umgebung, weil die anderen beiden Kämpfe waren halt relativ weit weg, so 3-4 Stunden mit dem Auto entfernt. Und dann habe ich hier in der Umgebung, und das weiß ich noch ganz genau, in der Landskroner Festhalle,
damals gekämpft und mein Gegner kam aus Holland und den habe ich dann in der ersten Runde durch K.O. besiegen können und da war ich echt so glücklich gewesen, also das war der absolute Hammer. Und ja, das ist also, so habe ich mit dem Kampfsport begonnen. Ich habe früh angefangen zu kämpfen und zu dem Zeitpunkt war ich natürlich auch noch Schüler. Ich war auf dem Gymnasium gewesen und habe dann irgendwann mein Wirtschaftsabitur gemacht. Und nach der Schule habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich halt wirklich den Sport auslebe. Ja, das, wie gesagt, zu meiner Person, wie ich zum Kampfsport gekommen bin. Ich habe jetzt bis heute 19 Kämpfe bestritten, davon habe ich 17 gewonnen und 7 durch Knockout gewonnen, 2 verloren. Ja, habe dann, sag ich mal, mit meinen 23 Jahren viel im Kampfsport schon erreicht, weil ich halt in einer der besten Gyms der Welt trainiert habe für ein Jahr in Amsterdam. Ich bin dahin umgezogen für den Sport, habe halt hier alles zurückgelassen und habe dann auf der größten Organisation der Welt gekämpft, bei Glory. Und bin jetzt auch dreifacher Weltmeister, zweifacher Europameister, interkontinentaler Meister und deutscher Meister. Und ja, und will natürlich halt so weit wie möglich in dem Sport schaffen. Und da komme ich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Wer ist überhaupt Novibau? Ja, Norman Wirbel, bester Mann. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Wir haben vor 2 Jahren angefangen zusammen zu arbeiten. Das ist mein Sponsor. Er hat ein Bauunternehmen in Brohl. Und das halt zu den Leuten, die fragen, ja, wer ist überhaupt Novibau, wer ist Norman? Der Norman ermöglicht es mir, mein Sportleben so auszuleben, wie ich es möchte. Da komme ich zu der nächsten Frage. Eine häufig gestellte Frage ist mir, ja, was ist der Schlüssel zum Erfolg? Wie motiviere ich mich zum Training? Ich würde mal sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist einfach hartnäckig bleiben, zielstrebig bleiben und immer für seine Ziele und für die Dinge, die man erreichen möchte, soll man immer alles geben, hart kämpfen, egal in welcher Lebenssituation und einfach alles dafür geben, weil wenn ihr alles gebt, dann habt ihr schon sozusagen gewonnen. Also ihr könnt nicht mehr machen, als alles zu geben. Und wie ich mich motiviere, ist einfach, es ist nicht immer einfach. Also ich habe auch meine Tage, wo ich mir denke, ja, ich habe eigentlich gar keine Lust zu trainieren und ich bin müde, ich will lieber was anderes machen, ich will lieber rausgehen mit Freunden oder sonst irgendwas. Aber ihr müsst halt immer wirklich euch die Frage stellen, was wollt ihr jetzt in dem Moment? Und was wollt ihr eigentlich wirklich? Was wollt ihr erreichen? Was ist euer Ziel? Und ihr müsst halt das finden, was ihr liebt und was ihr wirklich machen wollt. Und wenn ihr das gefunden habt, was ihr liebt, dann wird euch die Motivation einfach einfacher fallen, weil ihr euch dann jedes Mal wieder die Frage stellt, ja, was muss ich dafür tun, um das zu erreichen, um mein Ziel zu erreichen, immer wieder das Ziel vor Augen halten und zielstrebig bleiben, alles dafür geben, eure Träume verfolgen. Ja Leute, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lasst, sodass ihr immer auf dem neuesten Stand seid, weil ich bin ja neu auf YouTube und würde euch natürlich gerne in Zukunft mit neuen Videos motivieren. Videos zu meinem Training, zu meinem Lifestyle, zu meiner Ernährung und natürlich auch Videos, die ihr gerne sehen möchtet. Das heißt, wenn ihr gerne möchtet, dass ich ein Video zu einem bestimmten Thema drehe, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gebt immer alles, bleibt euch selber treu und verfolgt eure Ziele. Ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Setzt euch einfach nur ein Ziel, arbeitet hart dran und ihr werdet alles erreichen. Euer Mo. Boom.